Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich sehr, Sie hier im Erlwein-Forum im Dresden-Ostra-Gehege begrüßen zu können zum Dresden Congress Award 2016. Man könnte sagen, so etwas wie unsere Oscar-Preisverleihung. Wenn jemand Dresden mit was Verbindung bringt, dann ist es die Kulturstadt. Verehrte Wissenschaftler, Forscher und Unternehmer, liebe Partner der Dresdner Kongressbranche, die ja auch heute hier sind, Sie sind wirklich unsere Helden, die wir hier auszeichnen, weil Kongresse und Tagungen sind wirklich ein wichtiger Standortfaktor für die Stadt. Irgendwo ist hier ein Forscher, ein Wissenschaftler oder ein Unternehmer dabei, sich mit diesen Themen zu beschäftigen. 40 Events, 40 Tagungen, Kongressen, Veranstaltungen pro Tag. Ich gehört habe 1,4 Millionen Kongress- und Veranstaltungsbesucher im Bereich Convention, im Bereich Tagungen, Kongresse ist natürlich eine große Hausnummer. Gewinner in der Kategorie bis 200 Teilnehmer ist Professor Steffen Hölldobler. Autonome Systeme sind ein absolutes Zukunftsthema, ja, und da gibt es unglaublich viele offene Probleme noch und da können wir unglaublich viel dazu beitragen, dass es noch besser wird. Gewinner des Dresden Congress Award in der Kategorie bis 500 Teilnehmer ist Professor Werner Skrotzki. Metalle sind gut verformbar und durch die Verformbarkeit können Sie Kristallite in polykristallinen Festkörpern gut ausrichten und damit die Eigenschaften des Metalls hervorragend beeinflussen. In der Kategorie bis 1000 Teilnehmer ist Professor Jürgen Weber. Mit Elektroantrieben, um möglichst effizient, möglichst funktionsorientiert zu arbeiten. Das heißt also, wir sind in dieser Technologie sehr domänenübergreifend, sehr mechatronisch, fluidmechatronisch unterwegs. In der Kategorie über 1000 Teilnehmer ist Professor Helmut Grubmüller. Wir haben einfach die Infrastruktur hier vorgefunden, die wir brauchten für diesen großen Kongress. Wir hatten dieses fantastische Kongresszentrum, das wir nutzen konnten. Wir hatten Möglichkeiten, unser Abendgala-Diner stattfinden zu lassen in einer tollen Umgebung. Der Preisträger des diesjährigen Sonderpreises der Jury ist Stéphane Labonté von der VWR International GmbH. Wir haben uns für Dresden entschieden, weil der Standort für uns einfach wirklich perfekt war. Wir hatten mit dem Kongresszentrum einen Partner an unserer Seite, der uns keine Wünsche irgendwie offen gelassen hat. Der zum ersten Mal verliehene Preis für das Lebenswerk. Herzlich willkommen, Professor Klaus Flugbeil. Ich habe in den Jahren meiner aktiven Tätigkeit vielfach feststellen müssen, dass wenn der betreffende Veranstalter in den Ruhestand geht, dass dann mit ihm die letzte Tagung durchgeführt wird. Und das wollte ich einfach vermeiden. In unserer Stadt haben wir in den letzten Jahren versucht, die Wissenschaftler dafür zu motivieren, ihre Stadt im Herzen in verschiedene internationale Institutionen hineinzutragen. Wir machen die Veranstaltung zum 10. Mal, ja, und wir haben jetzt einfach ein großes Netzwerk. Wir machen das alternierend alle 2 Jahre weiterhin abwechselnd, sodass wir also auch in Zukunft alle 4 Jahre in Dresden sein werden. Für uns als Dresden Marketing GmbH, als offizielle Dachmarketingorganisation der Landeshauptstadt, ist das die wichtigste Preisverleihung, die wir in Dresden realisieren. Der große Vorteil ist, dass wir als Hoteliers ganz eng zusammenarbeiten. Wir haben die Dresdner Hotelallianz. Das ist ein Forum, wo wir uns alle 2 Monate treffen, austauschen und versuchen, ein gemeinschaftliches Sprachrohr für Dresden nach außen auch zu sein. Ein ganz wichtiger Grund ist natürlich auch, dass Dresden ein ganz toller Wissenschaftsstandort ist. Wir haben aus einer kleinen Veranstaltung begonnen. Wir haben sie im Hochschulbereich durchgeführt, in den Hörsälen. Und eines schönen Tages kam ein Teilnehmer aus Österreich zu mir, spontan, ohne dass er angesprochen wurde, und sagte, Sie haben es geschafft, Sie werden hier eine stabile Tagung für die Zukunft haben.